auf jeden Fall. Mein Lieblingsbuch dieses Jahres ist bisher Suna von Pia Ziefle. Das ist ein Erstling, man kennt die Autorin noch nicht. Und Suna erzählt die Geschichte eines Adoptivkinds, einer jungen Frau, die jetzt selbst Mutter ist. Und das Baby schläft nicht. Und sie trägt also nächtelang dieses Baby durch die Wohnung und erzählt dem Baby ihre eigene Lebensgeschichte als Adoptivkind mit einem etwas biederen protestantischen deutschen Adoptivelternpaar. Und die leibliche Mutter ist eine Fließbandarbeiterin aus Jugoslawien und ein anatolischer Eselbauer, die beide als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind und sich hier kennengelernt haben. Und sie erzählt also die Lebensgeschichten dieser vier Elternteile bis in deren Kindheit, also sozusagen bis in die Großelterngeneration. Und das ist, es sind unglaublich harte Momente drin, also wo einmal ein völlig zerstörter Vater aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause kommt zu seiner zerstörten Familie und sie sich gegenüberstehen und keiner weiß, wie er miteinander sprechen soll. Und immer wieder dringt so der Krieg in das Privatleben, also verschiedene Kriege, Jugoslawienkrieg und Zweiter Weltkrieg und so, in das Privatleben dieser Leute ein. Und sie sind aber alle mit so einer Liebe geschildert. Und für alle spielt auch die Liebe immer eine ganz große Rolle in ihrem Leben. Und eigentlich sind alle keine großen Heldenfiguren, aber irgendwie so auf der Suche nach ihrem Glück und versuchen alle, alles richtig zu machen. Und es ist einfach unglaublich warmherzige Figuren und ganz tolles Buch.